Kommen wir zum Teil 4, externes Rechnungswesen für die Verwaltungsinformatik. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben. Ich hatte Ihnen das erläutert, die Situation hier, insbesondere eben auf Länderebene mit diesem riesigen Fehlbetrag bzw. nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Wie gesagt, in der öffentlichen Verwaltung nicht untypisch, das muss man ganz klar sagen, dass wir nur so eine Situation hier haben. Und auf der anderen Seite hatten wir ja Schalke 04 hier herangezogen und da sieht man sowas eben auch. Und auf kommunaler Ebene muss man noch dazu sagen, nutzt natürlich beispielsweise das Innenministerium meistens in den Bundesländern als Kommunalaufsicht dieses Zahlenwerk, um die wirtschaftliche Lage der einzelnen Kommunen einfach beurteilen zu können. Da werden dann Kennzahlenvergleiche hergezogen und damit kann man eben ablesen, wie eine Kommune vermögenstechnisch aufgestellt ist. Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier mal ein paar Geschäftsvorfälle, die wir uns mal anschauen wollen mit den entsprechenden Bestandskonten. Erster Fall hier, es werden eben Grundstücke durch Banküberweisung bezahlt, um welche Art der Bilanzveränderung handelt es sich. Dann haben wir hier die Rohstoffe und auch da die Frage, welche Bilanzveränderung und schließlich Verbindlichkeiten durch Bankguthaben. Also was klar sein dürfte ist, wenn wir Grundstücke haben, Anlagevermögen, aktives Bestandskonto, Anfangsbestand im Soll, Zugänge im Soll und Abgänge im Haben. Banküberweisung, Anfangsbestand im Soll, aktives Bestandskonto, Zugänge im Soll, Abgänge im Haben. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Fragestellung, die ich gerade aufgeworfen habe, dürfte Folgendes klar sein, dass wir jetzt haben Grundstücke an Bank, also Grundstücke nehmen zu, Bank nimmt ab und das ist natürlich ein Aktivtausch auf der Aktivseite der Bilanz. Zweiter Fall, Rohstoffe auf Ziel. Auf Ziel heißt dann immer auf ein Zahlungsziel. Das heißt also, wir haben eine Verbindlichkeit gegenüber unserem Partner, weil wir noch bezahlen müssen. Das bedeutet auch, also eine Verbindlichkeit befindet sich, wie Sie es wissen, als passives Bestandskonto auf der Passivseite der Bilanz, hat einen Anfangsbestand im Haben, Zugänge, also eine Zunahme der Verbindlichkeiten, findet im Haben statt und eine Abnahme im Soll. Und gleichzeitig haben wir hier Rohstoffe, das sehen wir dann auch schon, ist Umlaufvermögen bei uns, also ein aktives Bestandskonto, was natürlich dann bedeutet, Zunahme im Soll. Und dann kann man jetzt aus dem Gesagten auch wieder ableiten, was wir hier haben, nämlich Rohstoffe nehmen zu um 20.000 Euro, an Verbindlichkeiten, die damit auch zunehmen um 20.000 Euro. Und damit haben wir dann natürlich eine Aktiv-Passiv-Mehrung. Letzter Fall, eine Verbindlichkeit in Höhe von 500 Euro wird durch Bankguthaben beglichen. Das ist jetzt auch, glaube ich, nachvollziehbar. Wir haben gesehen, hier hat die Bank abgenommen, jetzt nimmt die Bank auch wieder ab und die Verbindlichkeiten nehmen ab. Das heißt also, bei einem passiven Bestandskonto nehmen die Verbindlichkeiten dadurch ab, dass sie im Soll gebucht werden. Und das sehen wir jetzt auch hier, nämlich Verbindlichkeiten an Bank. Das heißt, auf beiden Seiten der Bilanz verringert sich die Gesamtsumme, Verbindlichkeiten nehmen ab auf der Habenseite, Bank nimmt ab auf der Sollseite. Das heißt also, eine Aktiv-Passiv-Minderung in dem Fall. Genau, wenn wir das Ganze uns mal anschauen und wir mal den Anfangsbestand hier schon eingetragen haben, passiert dann genau Folgendes. Wir haben jetzt hier einmal diese Grundstücke, die dazugekommen sind. Dadurch haben wir aber gleichzeitig Bankvermögen verloren, dadurch diese Habenseite hier angesprochen. Wir haben im zweiten Fall die Rohstoffe, die dazukommen. Und gleichzeitig eben unsere Verbindlichkeiten, die damit steigen. Wir haben im Weiteren den Fall 3 gehabt, dass die Verbindlichkeiten abnehmen, dadurch, dass wir hier das Bankkonto ansprechen und dementsprechend gestalten sich dann diese drei Geschäftsvorfälle. Das Ganze muss man dann natürlich auch abschließen, auch da wieder, wie wir es schon gesehen haben. Wir haben jetzt hier noch bei den Maschinen weiterhin einen Bestand von 1000, das heißt einen Schlussbestand auf der Habenseite. Wir haben bei den Rohstoffen auch 20.000 mit dem Schlussbestand auch wieder auf der Habenseite von 20.000. Bei den Verbindlichkeiten haben wir eine neue Summe von 22.000 und dann natürlich als entsprechender Schlussbestand auf der Sollseite noch 21.500 Euro. Bei der Bank haben wir dann schließlich 2.000 Euro immer noch
bleibt ein Schlussbestand von 500 Euro. Ist auch gut zu erklären, wir hatten mal 2000 auf dem Konto, wir haben 1500 bezahlt, bleiben noch 500 Euro auf dem Konto. Grundstücke sind dazugekommen mit 1000 und wir haben dann einen Schlussbestand hier von auch von 1000 Euro und entsprechend das Eigenkapital auch 1000 Euro, Schlussbestand 1000 Euro. Dort hat sich nichts verändert, genau zu der Fragestellung kommen wir eben heute, dass wir uns das im Detail eben anschauen wollen. Gut, wenn wir jetzt das Schlussbilanzkonto dann aufstellen wollen, nehmen wir natürlich jetzt diese Schlussbestände und buchen sie in das Schlussbilanzkonto. Wir sehen hier die aktiven Bestandskonten mit dem Saldo im Haben, ja, hier, da, hier bei den Bank, Maschinen, Rohstoffe und Grundstücke. Und bei den passiven Bestandskonten haben wir die beiden Schlussbestände im Soll, nämlich einfach einmal beim Eigenkapital in Höhe von 1000 Euro und bei den Verbindlichkeiten in Höhe von 21.000 Euro. 500 Euro. Gut, Abschluss der Konten und Aufstellung des Schlussbilanzkontos. Dann führen wir diese Buchung dann abschließend noch durch. Wir haben zum einen das Schlussbilanzkonto an Maschinen, weil der Schlussbestand dort im Haben ist. Gilt ja überall oder immer, wenn ich jetzt hier ein aktives Bestandskonto mit einem entsprechenden Saldo habe. Ähnliches eben oder gleiches für das Schlussbilanzkonto an die Rohstoffe. Und natürlich genau umgekehrt bei den Verbindlichkeiten an das Schlussbilanzkonto. Schließlich dann eben Schlussbilanzkonto an Bank. Wir haben noch 500 Euro auf dem Konto. Und dann noch abschließend die Grundstücke, die neu hinzugekommen sind durch den Geschäftsvorfall, heißt dann natürlich auch Schlussbilanzkonto an Grundstücke. Und am Ende eben Eigenkapital noch an Schlussbilanzkonto, passives Bestandskonto, schließen wir dann hier auch gegenüber dem Schlussbilanzkonto entsprechend ab. Gut, wenn wir das Schlussbilanzkonto dann aufstellen, glaube ich, dürfte es nicht allzu schwierig sein. Wir haben die Geschäftsvorfälle eben gerade gebucht. Das heißt, wir haben in Summe 22.500. Erfreulicherweise geht tatsächlich auch unsere Bilanz auf. Ja, auf beiden Seiten stehen 22.500. Das heißt, unser gesamter Sachverhalt scheint hier richtig gebucht gewesen zu sein. So, das mal hierzu und jetzt können Sie auch die Aufgaben 4, 5, 6 und 7 machen. Die bespreche ich dann mit Ihnen beim nächsten Mal. Die sollten Sie sich jetzt aber dann entsprechend mal bearbeiten auf jeden Fall. Gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt hier nochmal zusammenfassend, was ich gerade schon angedeutet habe, immer den Zusammenhang zwischen dem Eröffnungsbilanzkonto und dem Schlussbilanzkonto. Und wir fangen mal hier mit dem Eröffnungsbilanzkonto ein. Was wir wissen ist, wir haben die passiven Bestandskonten auf der Sollseite. Hier mal dargestellt als Eigenkapital und allgemein als Fremdkapital. Wir haben gegenüberstehend Grundstücke, Maschinen und Bank als aktive Bestandskonten auf der Habenseite. Natürlich müssen die Summen aufgehen. Und was gilt jetzt generell? Immer wenn ich jetzt die Eröffnung der Konten durchführe, sind es die aktiven Bestandskonten an EBK, damit nämlich bei einem aktiven Bestandskonto der Anfangsbestand im Soll auftaucht. Das sehen wir eben hier auch. Hier sind die ganzen EBK-Positionen der Aktivkonten, nämlich Grundstücke, Maschinen und Bank. Und genau umgekehrt natürlich, wir sehen im Eröffnungsbilanzkonto die passiven Bestandskonten im Soll. Heißt, wir haben hier Eröffnungsbilanzkonto an die einzelnen passiven Bestandskonten und deswegen eben EBK an diese Passivkonten. So, schließen wir das Ganze gegen das Schlussbilanzkonto ab, haben wir folgenden Fall. Wir sehen es hier schon, die aktiven Bestandskonten befinden sich im Soll, die passiven Bestandskonten befinden sich im Haben. Das, was dann natürlich bedeutet, Schlussbilanzkonto im Soll angesprochen an die aktiven Bestandskonten. Hier. Und genau umgekehrt, passive Bestandskonten befinden sich hier im Haben, heißt passive Bestandskonten an SBK. Sonst können sie hier eben nicht entsprechend auftauchen bzw. erscheinen. Und das gilt, wie gesagt, generell immer. Sie müssen also auf dem Konto immer nur den Schlussbestand, so ist es richtig, ermitteln und dann sehen Sie, wo Sie dieses Konto dann entsprechend ansprechen müssen und wie Sie damit auch die Buchung vollziehen können. Gut, jetzt geht es einen Schritt weiter und der ist jetzt ganz entscheidend, deswegen sollte man da auch wirklich aufpassen.
Wir haben bisher natürlich nur Geschäftsvorfälle uns angeschaut, die erfolgsneutral waren. Wir haben immer Vermögen getauscht. Das ist das, was hier auf dem ersten Punkt auf der Folie steht. Wir haben immer Vermögen getauscht. Aktivtausch, Passivtausch, Aktiv-Passiv-Mehrung und so weiter. Das heißt, die waren alle erfolgsneutral. Der Erfolg, den wir in den ersten Vorlesungsfolien oder Vorlesungsinhalten so allgemein schon mal betrachtet haben, den haben wir hier bisher noch nicht gebucht. Grundsätzlich liegt natürlich ein Erfolg vor, das ist der zweite Punkt hier auf der Folie, wenn wir eine Vermögensänderung im Eigenkapital haben. Also wenn meine Residualgröße, mein eigenes Kapital sich verändert. Das ist ja bei Ihnen genauso, ich komme wieder zurück auf die kleine Studentin auf der einen Folie. Wenn die Studentin ein Geldvermögen oder ein Vermögen hat in Höhe von 10 und davon ist eine Geldeinheit wäre ihr Fahrrad und ihr Fahrrad wird ihr geklaut, dann ist sie um 1 ärmer. Das heißt, ihr eigenes Kapital verändert sich um diese Geldeinheit 1. Und genauso ist es hier auch, nur natürlich im Kontext zu betrachten der Geschäftsvorfälle, die bei einer Verwaltung entsprechend auch anfallen. Dritter Punkt ist hier eben die Erhöhung des eigenen Kapitals entspricht dann einem Gewinn. Ich glaube, das ist nachzuvollziehen. Und die Verringerung eben einem Verlust in dem Geschäftsjahr. Bei uns ist ja in den Kommunen das ganze Geschäftsjahr immer auch das Kalenderjahr, anders eben als bei den Unternehmen. Oder es kann anders sein als bei den Unternehmen. So, zur Ermittlung dieses Gewinns oder Verlustes wird jetzt eben ein GUV-Konto, Gewinn- und Verlustrechnungskonto, eingeführt. Was damit, wenn es natürlich gegenüber dem Eigenkapital abgerechnet wird, auf jeden Fall ein Unterkonto zum Eigenkapitalkonto sein muss. Und um diesen Gewinn und Verlust wirklich ermitteln zu können, das sehen Sie jetzt hier in Punkt 5, brauche ich also die jeweiligen Salden auf diesen Erfolgskonten. Und erfahrungsgemäß ist es leider so, oder ist die große Herausforderung für Studierende, dass sie eben nicht erkennen, was ein Erfolgskonto ist und was ein Bestandskonto ist. Deswegen haben wir am Anfang dieser Vorlesungsreihe oder habe ich am Anfang dieser Vorlesungsreihe so viel Zeit investiert in diese Fragestellung eben, was erhöht denn da was und was verringert denn da was. Denn es geht schließlich darum, wieder um Produktionsfaktoren einzusetzen. Wir hatten das Beispiel mit der Bierflasche, Sie erinnern sich hoffentlich. Was haben wir als Produktionsfaktoren da reingesteckt? Wir hatten die Flasche, wir hatten das Etikett, wir hatten die menschliche Arbeitskraft. Das sind natürlich alles Aufwandspositionen, Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolg, die wir als Aufwand in die Produktion stecken. Und auf der anderen Seite bemisst sich unser Erfolg natürlich danach, zu welchem Preis wir dann unsere Bierflasche am Markt tatsächlich verkaufen können. Und der Saldo aus diesem Marktverkaufspreis und den Ressourcen, die wir reingesteckt haben, das ist dann unser Gewinn oder eben Verlust, bedeutet natürlich auch in dem Fall ganz konkret, dass wir dann diese entsprechenden erfolgsrelevanten Geschäftsvorfälle auf dem Gewinn- und Verlustrechnungskonto entsprechend dann natürlich auch ausweisen, dort als Saldo ermitteln. Und das ist das, was Sie jetzt hier unten auch in dem letzten Sachverhalt auf der Folie sehen. Wir erfassen also hier die laufenden Geschäftsvorfälle und damit eben der Erfolgskonten, damit eben den saldierten Erfolg der Periode durch den Einsatz von Produktionsfaktoren. Ich habe es gerade gesagt, Flasche, Wasser, Hefe, Etikett für die Bierproduktion und den auf der anderen Seite eben erzielten Erlösen, nämlich dem Erfolg des Unternehmens durch den Absatz von Bier. Jetzt können wir sagen, was hat das mit der Verwaltung zu tun? Es ist in der Verwaltung ganz genauso. Nur, dass wir eben beispielsweise auf der Verkaufsseite sicherlich eben nicht so einfach jetzt irgendwelche Produkte haben. Aber wir haben natürlich auch Produkte. Also wenn Sie beispielsweise einen Pass beantragen, müssen Sie eine Gebühr bezahlen. Wir haben auch Erfolg als Kommune, wenn wir beispielsweise Hundesteuer einnehmen. Das ist dann typischerweise unser Ertrag. Wir haben Steuereinnahmen generell, die natürlich als Erträge verbucht werden. Wir haben auf der anderen Seite natürlich, was sind typische Aufwandspositionen der Verwaltung? Na klar, größtenteils Dienstleistungen, das heißt Personalkosten sind natürlich ganz entscheidend. Also Sie können das ganz genauso auf die Verwaltung übertragen, nur eben auf der Erfolgsseite im Sinne von Gewinnen. Da müssen wir halt mal genau drauf schauen, das sind natürlich ein paar andere Positionen. Deswegen ja auch die Trennung von der Wirtschaftsinformatik an der Stelle. Genau, aber ansonsten können Sie sich genauso vorstellen, wir haben eben ein Produkt wie beispielsweise den Reisepass, der beantragt wird. Was stecken Sie rein an Produktionsfaktoren, die menschliche Arbeitskraft?
die Abschreibung für den Schreibtisch des Mitarbeiters, die Kosten für die Lizenzen, wenn wir das Ganze online erfassen und so weiter und so weiter. Alle Ressourcen, die reinfließen für die Erstellung dieses Passes, dem stellen wir gegenüber unsere Gebühren, die wir für den Pass eben entsprechend erzielen. Und dann können Sie eben daraus zumindest erkennen, auch wenn Sie dort keinen Gewinn erwirtschaften sollen, ob Sie kostendeckend arbeiten. Und das ist dabei natürlich die entscheidende Größe in der Verwaltung. Bei der Hundesteuer ist es wieder ein Stück weit anders. Da kann ja jede Kommune selber entscheiden. Das ist wirklich eine tatsächliche gewinnrelevante Größe, in Anführungsstrichen, die dort eben in den Haushalt fließt. Genau, schauen wir mal weiter, wie sich das Ganze darstellt. Wir haben jetzt hier, unser Eigenkapital ist immer ein passives Bestandskonto, das wissen wir schon. Anfangsbestand im Haben, Zugänge im Haben, Abgänge im Soll. Denn wenn wir jetzt hier mehr hätten, würde mehr rauskommen und wir hätten am Ende ein höheres Saldo. Das heißt, hier muss sich der Gewinn abspielen und hier muss sich der Verlust abspielen. Schauen wir mal auf den ersten Fall, Eigenkapital und Gewinn. Wenn wir uns da jetzt mal reinschauen, dürfte klar sein, wenn wir jetzt hier erstmal den Ertrag auf einem Gewinn- und Verlustrechnungskonto haben in Höhe von 15.000 und wir haben einen Aufwand in Höhe von 10.000, dann bleibt natürlich ein Gewinn und ein Schlussbestand auf diesem Konto von 5.000 Euro. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Der Saldo kann jetzt hier nur auf der Sollseite sein, weil wir natürlich hier eine rechnerische Größe haben. 15.000 minus 10 macht 5. Befindet sich hier im Soll. Und wenn er hier im Soll ist, dürfte schon fast sachlogisch sein, schlägt er sich hier der Gewinn im Haben nieder. Und genauso ist es dann auch, Gewinn- und Verlustrechnungskonto wird gegen das Eigenkapitalkonto abgeschlossen. Das gilt dann entsprechend auch immer. Und in dem Fall haben wir eben jetzt hier tatsächlich einen Gewinn erwirtschaftet. Bedeutet Gewinn- und Verlustrechnungskonto an Eigenkapitalkonto mit 5.000 Euro. Dadurch entsteht jetzt hier der Gewinn auf dem Eigenkapitalkonto. Wir haben dann in Summe 105.000 Euro, bedeutet dann Schlussbestand von 105.000 Euro. Genau, schauen wir uns das Gegenteilige an. Wir haben jetzt einen Verlust und wir haben jetzt hier die 5.000 Euro Ertrag und 10.000 Euro Aufwand. Ha, jetzt ist hier ein Fehler drin, den sehe ich gerade. Da habe ich zu schnell die Zahlen übernommen. Wenn wir nämlich hier 5.000 haben und da 10.000, dann können hier nur 10.000 stehen und nicht 15.000. Das habe ich von der Vorfolie übernommen. Sorry dafür. Es bleibt auf jeden Fall ein Saldo auf der Habenseite, ein Verlust in Höhe von 5.000 Euro. Und den müssen wir natürlich jetzt wieder abschließen gegen das Eigenkapitalkonto. Man kann es schon erahnen, hier sind 5.000 Euro. Wir machen einen Verlust. Das Eigenkapital muss geringer werden. Das sieht man jetzt auch durch diese Buchung, die wir gar nicht anders durchführen können, weil wir das Gewinn- und Verlustrechnungskonto im Haben ansprechen müssen. Bedeutet Eigenkapital an G&V. Und dadurch wird dieser Betrag hier in das Eigenkapital verbucht. Und als Saldo verbleibt uns dann hier die 100.000. Natürlich auf beiden Seiten erstmal und der Schlussbestand von entsprechend 95.000 Euro. Ich glaube, das ist ganz gut nachzuvollziehen. Also da sehen wir einfach, wie wir das Ganze gegen das Eigenkapitalkonto sowohl bei Gewinn als auch bei Verlust abschließen. Wie gesagt, die größte Herausforderung ist meistens der Studierenden, hier diese Position richtig zu erkennen. Aber auch da gehen wir Stück für Stück durch und ich glaube, dann kann man es eigentlich auch immer ganz gut nachvollziehen. So, jetzt fangen wir mal an. Wir bleiben jetzt hier bei der GmbH. Es könnte jetzt aber auch eine Verwaltung sein. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Ich will es Ihnen nur mal zeigen hier. Wir haben also Telefonkosten. Telefonkosten würden auch in der Verwaltung entstehen, beispielsweise dadurch, dass wir das Telefon benutzen, bei unseren Kunden anrufen oder Sorgentelefon in Covid-Zeiten in der Kommunalverwaltung sind und so weiter und so weiter. Also ich brauche dieses Telefon als Produktionsfaktor, um die Sorgen und Bedürfnisse und Nöte der Bürger auch wirklich befriedigen zu können in Covid-Zeiten. Bedeutet, das ist ein Aufwand, der wird ein Produktionsfaktor. Wir müssen gegenüber dem Telekommunikationsunternehmen unsere Rechnung bezahlen. Da entsteht uns also ein Aufwand für unser Kerngeschäft, Beruhigung der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt. Zweiter Fall, wir haben den Verkauf von Produkten. Da ist es natürlich immer relativ
einfach. Hier sieht man bei der Nummer 2 eben auch gegen Banküberweisung. Damit ist natürlich gesagt, dass uns Geld unmittelbar zufließt an der Stelle. Deswegen, es werden Produkte im Wert von 2.000 Euro verkauft und vom Kunden per Banküberweisung bezahlt. Bedeutet also, Bank nimmt zu. Und wir haben natürlich auch hier einen erfolgsrelevanten Geschäftsverfall, weil wir natürlich hier einen Erlös erzielen. Dritter Fall, wir haben Produkte im Wert von 1.000 Euro, die auf Ziel verkauft werden. Auf Ziel habe ich schon gesagt, es geht um ein Zahlungsziel. In dem Fall schuldet uns noch ein Partner, Kunde, ein Bürger, ein befreundetes Unternehmen, schuldet uns noch Geld, solange es noch nicht bezahlt ist. Das heißt, wir haben eine Forderung gegenüber diesem Partner. Letzter Fall, auch wieder typisch in der Verwaltung. Was haben wir denn? Stempel brauchen wir und wir müssen Dokumente ausstellen und wir müssen kopieren. Also alles, was Büromaterial ist, fließt in unseren Produktionsprozess auch in der Verwaltung hinein. Und hier eben wird auf Ziel gekauft. Das heißt, uns entsteht eine Verbindlichkeit bis zu dem Zeitpunkt, bis wir die Rechnung tatsächlich physisch bezahlt haben und sie dann natürlich auch irgendwie abfließt von unserem typischerweise Bankkonto unter. So, das bedeutet jetzt auch, wenn wir mal uns diese Fälle anschauen, wie würde man die jetzt buchen? Telefonkosten nehmen zu. Das ist nämlich hier ein Aufwandskonto. Und Bank als aktives Bestandskonto nimmt natürlich im Haben ab, also Telefonkosten an Bank. Man könnte jetzt auch Ausschlussprinzip machen. Ne? Also wenn Sie wissen, es wird per Banküberweisung etwas bezahlt, dann kann das nur Haben sein, können Telefonkosten nur im Soll sein. Aber dazu will ich Sie gar nicht animieren, sondern Sie sollen sich schon das Ganze inhaltlich durchdrungen und verstanden haben. So, zweiter Fall. Es sind hier diese verkauften Produkte, das heißt also Bank an Umsatzerlöse. Auch hier unser Bankkonto nimmt ja zu, weil wir das Geld direkt überwiesen bekommen von den Kunden und auf der anderen Seite entsteht uns dafür natürlich ein Erlös. Genauso wie im dritten Fall, nur dort eben anders als hier, wo uns Geld zufließt, eben eine Forderung noch unsererseits gegenüber dem entsprechenden Kunden. Und auch hier können Sie Folgendes erkennen. Uns entsteht also ein Erlös, ohne hier gleich Geld fließen zu lassen. Deswegen diese Unterscheidung am Anfang der Vorlesungsreihe mit dem Thema Aufwand, Ertrag, Einzahlung, Auszahlung und so weiter, was wir uns am Anfang angeschaut haben. Deswegen musste man das auch an den Anfang inhaltlich didaktisch setzen. Und schließlich letzter Fall ist hier unser Büromaterial, auch wieder eine Aufwandsposition, bedeutet eben Büromaterial an die entsprechenden Verbindlichkeiten, Auslieferung und Leistung. Deswegen steht hier LUL. Das benutze ich dann im Weiteren auch immer als Kennzeichnung. Wie gestaltet sich das jetzt auf diesen einzelnen Konten? Ich habe die jetzt hier mal alle vorgetragen. Sie haben das ja auch in Ihrer entsprechenden Unterlage. Also zum einen sehen wir natürlich hier aus diesem ersten Fall die Telefonkosten, die wir gebucht hatten gegen das Bankkonto. Das war der Fall 1, wir hatten den Fall 2. Da haben wir eben Umsatzerlöse erzielt, dadurch, dass der Kunde uns das überwiesen hat. Deswegen Bank im Soll gebucht und die Umsatzerlöse hatten wir dort im Haben gebucht. Die Buchung lautete ja Bank an Umsatzerlöse. Dann der entsprechende dritte Fall. Wir haben Umsatzerlöse erzielt durch den Aufbau einer Forderung. Deswegen Forderung an Umsatzerlöse. Da ist noch kein Geld geflossen. Wir haben entsprechend diese Forderung noch offen sozusagen. Und dann das Büromaterial hatten wir selbst dann also quasi eine Verbindlichkeit aufgebaut, weil wir die noch nicht bezahlt haben, das Material aber schon bekommen haben. Bedeutet hier eben Buchungssatz 4 Büromaterial an Verbindlichkeit. So, jetzt müssen wir die Konten natürlich wieder abschließen. Das heißt, bei den Telefonkosten haben wir 1.000 unten als Summe, das heißt ein Schlussbestand von 1.000. Auf der Habenseite. Bei den Umsatzerlösen haben wir 3.000 Euro. Das heißt, in dem Fall auf der Sollseite der Schlussbestand von 3.000 Euro. Hat so ein bisschen was von Malen nach Zahlen. Sieht auch hier relativ einfach aus. Ist es auch. Aber in der Praxis sind natürlich auf den Konten viel, viel mehr Positionen. Und deswegen ist es, wenn Sie in der Praxis in solch ein Konto reinschauen, ein totales Wirrwarr, was sich eben nicht so einfach erschließt. Dann haben wir hier Verbindlichkeiten in Höhe von 500 Euro. Und da auch den Schlussbestand natürlich im Soll, geht gar nicht anders. Analog dazu bei den Forderungen haben wir einen Schlussbestand auch von 1.000 Euro in dem Fall im Haben.
Bei der Bank haben wir einen Schlussbestand auch von 1000 Euro im Haben und unser Büromaterial verbleibt, man sieht es schon, wenn man drauf schaut, der Schlussbestand kann nur im Haben sein, nämlich hier diese 500 Euro. Entscheidend ist jetzt, dass wir eben hier erfolgsrelevante Geschäftsvorfälle haben. Einmal Umsatzerlöse, Telefon und Büromaterial. Die hier, die anderen, sind in dem Fall zwei aktive Bestandskonten und hier ein passives Bestandskonto. Und nur die Erfolgskonten werden über Gewinn- und Verlustrechnung abgeschlossen und dann eben das Ergebnis des Gewinn- und Verlustrechnungskontos finden wir dann wieder entsprechend in unserem Eigenkapital und das schauen wir uns jetzt ganz konkret an. Also buchen wir mal. Also zum einen Gewinn- und Verlustrechnungskonto an Telefon, das sehen wir hier. Hier ist der Schlussbestand. Ja. Im Weiteren dann Umsatzerlöse an G&V. Das ist nämlich genau umgekehrt. Das sehen Sie hier, Schlussbestand, ja, im Soll. Dann haben wir die Verbindlichkeiten an Bank. Das kennen wir schon. Das ist nämlich unser passives Bestandskonto. Die 500 Euro Schulden, die uns entstanden sind durch den Kauf des Büromaterials. Wir haben die Forderung, weil wir ja was verkauft haben, auf Ziel, auf ein Zahlungsziel. Aktives Bestandskonto wird abgeschlossen gegen das SBK. Wir haben die Bank, da waren noch 1000 Euro über auf unserem Bankkonto. Deswegen Schutzbilanzkonto an Bank in Höhe von 1000 Euro. Und dann zu guter Letzt, nicht zu vergessen, haben wir jetzt hier noch das Büromaterial, was wir auch gegen das Gewinn- und Verlustrechnungskonto buchen müssen, um da jetzt ermitteln zu können, wie erfolgreich waren wir denn in der Periode. Wir haben ja in dem Fall jetzt einfach Umsatzerlöse erzielt auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite unsere Produktionsfaktoren eingesetzt. Einmal dieses Telefon haben wir genutzt und wir haben das Büromaterial eingesetzt. Und das sehen wir jetzt auch ganz konkret dann auf dem entsprechenden Gewinn- und Verlustrechnungskonto. Zunächst aber mal haben wir hier die Telefonkosten von 1000, die wir eben gerade gebucht hatten gegen das Gewinn- und Verlustrechnungskonto. Wir hatten die Umsatzerlöse von 3000 Euro. Wir haben die Verbindlichkeiten schon gebucht gehabt, eben gerade gegen das SBK, deswegen tauchen die da oben auf. Wir haben die Forderungen schon gebucht gehabt gegen das SBK, deswegen sehen wir die hier auf der Sollseite. Und schließlich auch die Bank mit den 1000 Euro verbleibt dann entsprechend hier, wenn wir jetzt mal das Singulär betrachten würden, eben ein Saldo, der uns offensichtlich fehlt, in Höhe von 1500 Euro. Ja, also 2000 Euro haben wir hier, hier sind 500, dann fehlen uns 1500. So, wir hatten das Gewinn-Verlustrechnungskonto 3000 Euro gebucht, Umsatzerlöse 1500 Euro durch das Büromaterial nochmal dazu, macht dann hier immer noch eine Summe von 3000 Euro und der Schlussbestand muss sich auf der Sollseite befinden, nämlich 1500 Euro. In diesem Fall natürlich auch ein Gewinn. Warum? Wir haben 3000 Euro Umsatzerlöse gehabt, haben 1500 Euro, sinnbildlich gesprochen, an Aufwand einfach reingesteckt. Dann verbleibt uns natürlich ein Gewinn, nämlich wir haben mehr Erlöse als Aufwand produziert in Höhe von 1500 Euro. Gewinn- und Verlustrechnungskonto wird immer abgeschlossen gegen das Eigenkapitalkonto. Deswegen jetzt hier auch folgende Buchung, nämlich Gewinn- und Verlustrechnungskonto, nämlich der Saldo hier an das entsprechende Eigenkapitalkonto mit 1500 Euro. Wir hatten in diesem Fall keinen Anfangsbestand beim Eigenkapital. Das sorgt jetzt dafür, dass wir hier diese 1500 Euro als Eigenkapital eben gebucht haben. Und wenn wir das Eigenkapital als passives Bestandskonto wieder abschließen gegen das Schlussbilanzkonto, dann erfolgt das natürlich durch diesen Saldo, der jetzt hier entsteht, nämlich 1500 Euro Eigenkapital an Schlussbilanzkonto. Und, oh Wunder, unsere Schlussbilanz geht entsprechend auf. Und wir sehen, dass wir also anscheinend zumindest mal, das muss nicht automatisch bedeuten, dass das so definitiv immer alles richtig ist. Aber auf jeden Fall geht unsere Bilanzsumme schon mal auf, was schon mal ein sehr guter Indikator dafür ist, dass wir hier alles richtig gebucht haben. Bedeutet, Sie müssen eigentlich immer auf die Konten schauen und dann sehen Sie ja den Schlussbestand und dann wissen Sie eigentlich, wie Sie den Schlussbestand auch immer ansprechen müssen und dann kommt man auch typischerweise immer zu den entsprechend richtigen Ergebnissen. Okay. Hier kommen wir jetzt zu den Geschäftsvorfällen mit den Erfolgskonten, Übung A. Die sollten Sie mal bis zum nächsten Stream mal durchführen. Da setze ich dann nämlich immer wieder drauf an mit diesen erfolgsrelevanten Geschäftsvorfällen. Hier ist auch schon vieles vorgegeben, das heißt also, Sie sind auch nicht im Stich gelassen. Und wichtig ist auch,
Das, was wir jetzt hier machen, das sehen Sie immer weiter in den ganzen Übungsaufgaben und eben auch in der Klausur, dass wir vom Eröffnungsbilanzkonto kommen, dann das Ganze erfassen, buchen, Gewinn- und Verlustrechnungskonto abschließen, Eigenkapital abschließen und dann das Schlussbilanzkonto wieder aufstellen. Und deswegen sind die Übungen so wichtig, um eben auch erfolgreich zu sein. Und deswegen würde ich jetzt hier dann mit der Lösung der Übung A und der 4, 5, 6 und 7 Aufgaben beim nächsten Mal, beim nächsten Stream halt starten. Ja, bis dahin erstmal alles Gute und ja, auf bald. Bis dann. Ciao, ciao.